der hängende Windhose. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Wart mal. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Natürlich. Das heißt, ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Gut, dass ich so ein brillanter Erfinder bin. Sonst hätte ich ja noch ewig herumprobieren können. Ja. Ja, gut. Ja, gut, hätte man drauf kommen können. Hätte man sofort dieses. Ja. Warum mir das nicht gleich eingefallen ist. So, Flugschnabeltier. Und zack. Komm, Schnabli, Schnabli. Ha, ich hab. So, Flugschnabeltier hier. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Dann brauchen wir noch das Wasser. Schnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Ach ja. Rufus, der alte Tierfreund. So, das Wasserschnabeltier müssen wir irgendwie am Dock, im Hafen ausbrüten. Huhu, nochmal. Verschwinde endlich. Wenn ich ja auch angeln will. Erzähl kein Seemannsgarn. Du bist kein Angler. So wie du rumläufst. Außerdem fehlt dir offensichtlich das obligatorische Anglerglück. Und wenn ich dir beweise, dass ich doch ein Angler bin? Ha, das will ich sehen. Wirst du auch. Schön. Und jetzt? Kusch. Ich habe einen schönen Rasiermesserfisch gefangen. Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... hast du den etwa gefangen? Was zum... Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Es liegt an meiner unglaublichen Lässigkeit. Die ist zwar wichtig, aber bei dir nicht vorhanden. Ein richtiger Angler ist so laidback, dass er ohne Klappstuhl nicht aus dem Haus gehen kann. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich benutze eine pedalbetriebene Tandemangel. Unsinn. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich benutze reißfeste Angelschnur aus Raupensalbe. Auch Seemannsgarn genannt. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann Ich frag's dir. Ich locke die Fische mit meinem unerhörten Charisma an. Das ist genauso gelogen wie widerlich. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht... Ja. Das nennt man Anglerglück. Niemals. Ich erkenne einen Pechvogel, wenn ich ihn sehe. Wenn du mir dein Anglergeheimnis... Ich benutze einen Spezialköder. Ha! Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? Hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten... Kusch! Ich tausche Spezialköder gegen... Tigerfisch. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Ich nehme einen Tigerfisch. Ein Tigerfisch. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Ist das dein Ernst? Du kannst nicht mal einen Fisch fangen, der bereits an Land liegt? Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Er litt an Epilepsie. Was auch immer. Behalte deinen Köder, bis du wirklich einen Fisch willst. Ansonsten verzieh dich. Oh, Schreck. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezial... Na gut, vielleicht weil du kannst dir... Ja, ich kann meinen Tigerfisch nehmen. Na komm, Rufus. Was denn? Komm.
Mach schon. Ach komm. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Das ist doch blöd. Doch Blödsinn. Tja. Ja, vielleicht können wir hier. Er will seine Ruhe. Die kann er haben. Ah, sehr gut. Na dann. Fangen wir mal. Was soll das denn sein? Was meinst du? Na, vielleicht. Jetzt wirft er die Tabletten ins Wasser. Als Köder. Ist der Fisch ganz ruhig. Na komm. Sehr gut. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Fisch. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Gut, jetzt können wir. Ja, das Wasserschnabeltier. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Ich kann ihn immer noch einwickeln, wenn er schlimmer müffelt als meine restlichen Sachen. Käme wohl auf einen Versuch an. Hier passiert gar nichts. Der muss doch erst ins Wasser geworfen werden. Das geht hier nicht. So, da habe ich eine Idee. Ach, spazier da ruhig mal rüber. Wir haben ja Zeit. So. Wie wär's, wenn wir den Fisch hier ins Wasser werfen? Gut für Spaß. Zu spät. Er ist schon tot. Was? Aber. Beleben wir den jetzt wieder. Tja, also ein toter Fisch. Ach du Schreck. Tja. Tja, also. Jemand einen Plan. Sag nicht. Farbeimer. Voila, ein Zebrafisch. Natürlich. Und jetzt funktioniert das natürlich auch noch. So. Der ist immer noch tot, aber vielleicht können wir jetzt Goldfischglas. Zu spät, er ist schon tot. Tja. Ist aber zu frühzeitig abgehauen. Warte mal, vielleicht können wir. Die Lampe ist kaputt. Okay, war ein Versuch wert. Hey, warte, was nicht kaputt ist. Elektroden. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Rufus! Was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit! Energiefluss sprengt die Skala! Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen! Einen Moment noch! Schnell machen. Komm schon, Fischbert! Lebe! Lebe! Oh. Es lebt! Das lebt! Eureka! Rufus, verdammt! Ja, doch! Was auch immer das war, es war extrem lässig.
Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Zombie-Fisch. Halte durch, Frank. Na komm, ab ins Wasser. Halte durch, Frankenfisch. Nicht? Na dann. Vielleicht ein Ziege als Füller. Hm? Was? Oh, jetzt sollte ich... Halte durch, Frankenfisch. Putzi. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hin... Ja. Hm? So. Was zappelt? Oh, oh. Jetzt sollte ich aber... Schnell ins Wasser damit. Gut für Stars. Rufus, was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Wir haben den Fisch extra noch angemalt. Das Schnabeltier glaubt das natürlich. Schraubenzieher. Finger weg von den Zierfischen. Ach, Menno. Wie kriegen wir das jetzt wieder raus? Vielleicht mit dem Wasserglas, was wir nicht mehr haben. Komm zu Papa. Oh. Oder so. So, wo ist jetzt das Nest? Das war im Hafen, oder? Am Dock. Ein Nest. Hier oben ist das Nest. Wasserschnabeltier. Nest. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Großartig. Da krabbelt es so. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. So. Na dann, wir haben Feuerschnabeltier, wir haben Wasserschnabeltier. Was wir jetzt noch unbedingt machen müssen, ist jetzt hier... Wo war das noch gleich? Nicht Bellevue. Klein Venedig war das, glaube ich, zu Waffennamen. Der Boso, der dürfte doch jetzt bessere Chancen haben mit dem neuen Lied. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Na komm, das kriegst du hin. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig macht, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Na komm, die magischen Worte. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Ich wollte nur 10 Sachen noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht. Was beim Erstellen belanglos schien, rückblickend sollte Schrottlawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Oh, Sole mio, la 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 la. Das hat er noch schon ganz wieder. So gut. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Oh, Schreck. Ja gut, da müssen wir noch hier das ganze Ding umstellen. Das Rohrsystem. Ja gut. Marktplatz. Zum Marktplatz. Zum Apotheker. Wechsel. So. Vielleicht jetzt Klein Venedig. Versuchen wir es nochmal, Boso. Wer hätte gedacht, ein Bär macht.
Noch nicht aufgeben, alle guten Dinge sind drei. Oh je, Ruf, glaubst du etwa? Du willst ja nicht komm schon. Na komm, jetzt schaffst du's. Verflucht, dann lernt er seine... Du schon, los! Komm schon! Jo. Ich bin... Moment! Und jetzt... Na komm. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen. Doch okay. Schon. Ich meine, Gondoliero. Ich wollte 0 Sachen noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht. Was beim Erstellen belanglos schien, rückblickend sollte Schrottlawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Oh, Sole mio, la 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 la. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, aber ich finde es romantisch. Raus, sofort! Aber. Das... Da müsste doch jetzt eigentlich was... Ach, verdammt. Tja, na dann. Weiß ich auch nicht. Der Spielmodus ist jetzt dunkel. Na ja, gut. Ich mache dann, glaube ich, erstmal eine Aufnahmepause. Die habe ich jetzt erstmal nötig.